Wenn du die Dinge tust, die dir wirklich am Herzen liegen, die dir Freude bereiten, wo du das Gefühl hast, das ist sinnvoll, du bist eine Bereicherung für andere Menschen, für die Welt, für unseren Planeten hier, für irgendwelche Projekte, was du machst, egal was, du bist eine Bereicherung. Es sind Dinge, die dich Zeit und Raum vergessen lassen, die dir Freude machen, die dir Energie schenken. Kommst du dann auf die Idee zu denken, das mache ich jetzt noch 4, 5 Jahre oder noch 10 Jahre und dann höre ich auf? Das Thema ist nur, dass wir alle in eine andere Richtung, in unser Leistungssystem reingepresst wurden und ein Leistungsbewusstsein entwickelt haben, aber kein Selbstbewusstsein im Hinblick auf Selbstwert, Selbstliebe, Selbstanerkennung, Selbstvertrauen. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Da gebe ich dir noch eine Übung heute mit auf den Weg. Der Glaube an sich selbst, also alles, was mit dem Selbst zu tun hat, Selbstverwirklichung. Man hat uns nun mal als Kinder nicht auf die Schultern geklopft. Hey, folge deinem Herzen, lausch auf die Botschaften deiner Seele und mach die Dinge, die dir wirklich am Herzen liegen und du wirst ein glückliches und erfülltes Leben dir gestalten. Das hat man uns nun mal nicht in die Wiege gelegt. Wir sind hier in ein anderes System reingepresst worden. Mach dir das bitte mal bewusst. Ich möchte dich jetzt hier am Montagmorgen mal ein bisschen wachrütteln. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Welt ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, Montagmorgen. Ich hoffe, du freust dich auf die neue Woche. Ich hoffe, du hattest nicht gestern Abend am Sonntag so ein mulmiges Gefühl, oh, morgen ist wieder Montag. Dieses mulmige Gefühl, das kenne ich nur noch zu gut aus meinem früheren Leben. Freitags hat man sich aufs Wochenende gefreut. Sonntagsabends kam wieder so ein mulmiges Gefühl auf. Boah, morgen wieder so eine ganze Woche vor dir. Wenn dir das bekannt vorkommt, schreib gerne mal ein Ja hier ins Kommentarfeld. Und ja, dann hat man sich von Urlaub zu Urlaub gehangelt. Und wenn man aus dem Urlaub zurückkam, so spätestens nach der ersten Woche, hat man schon wieder die Wochen gezählt, wann der nächste Urlaub wieder bevorsteht oder wie lange man noch arbeiten muss, bis der nächste Urlaub kommt. Und dann denkt man, wenn ich in die Rente gehe oder zählt vielleicht irgendwann die Jahre, noch in die Rente gehen zu können, dann, wenn ich in Rente gehen kann, dann lebe ich, dann fange ich an zu leben. Das sind genauso die Dinge, die auch mir immer mal durch den Kopf sind. Weil, ja, als ich morgens so im Berufsverkehr unterwegs war und im Stau stand, Stop and Go und Stop and Go, da kam verstärkt irgendwann mal so die Frage auf, würde ich mir das hier antun, morgens so früh aus dem Haus zu gehen, mich ins Auto zu hocken, in den Stau reinzufahren und im Stau Stop and Go zu machen, um dann meine Kinder haben immer gesagt, früher als sie noch klein waren, in ein Arbeitshaus zu gehen. Die haben immer gefragt, gehst du ins Arbeitshaus? Ja, um dort einige Stunden zu verbringen und Dinge zu tun, wo ich denke, macht das Sinn hier? Ist das eine sinnvolle Tätigkeit? Entspricht das meinem Herzen? Schreit meine Seele danach, das jetzt zu machen, was ich gerade hier mache? Und da hat mein Herz immer ganz klar geschrien, nein, 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 ich würde nicht dahin fahren. Ich würde was ganz, ganz anderes machen. Ich wusste damals, ja, ich wusste schon, was ich machen möchte, aber ich hatte noch zu wenig Mut, da lange Jahre ganz das zu machen, meinem Herzen zu folgen und nur die Dinge zu machen, die wirklich mir Freude machen, die mich Raum und Zeit vergessen lassen, die mir Energie schenken statt Energie zu rauben. Und so habe ich mich auch lange Jahre damit getröstet, du bist jetzt 30 Jahre hier quasi unkündbar, so die nächsten 5 Jahre, die kriegst du doch auch noch vorbei. Dann gehst du in Rente, Vorruhestand und dann, ja, dann. Hey, aber wann findet denn das Leben statt? Das Leben findet doch jetzt statt und nicht erst in 3 Jahren oder in 5 Jahren. Das möchte ich dir mal so als Rückenstärkung mit auf den Weg geben. Oder manchmal erzählt mir auch jemand so im Gespräch,
Meine Arbeit macht mir Spaß, ich habe einen netten Kollegenkreis und ich gehe da schon sehr, sehr gerne hin. Gutes Team, wir verstehen uns gut und, und. Und ja, wenn wir dann näher hinschauen und ich dann frage, würdest du da auch hingehen wegen den Kollegen, weil die alle so nett sind und am Monatsende nicht Summe X auf deinem Konto erscheinen würde? Dann kommt eher ein, nee, das eigentlich nicht. Also geht man ja letzten Endes nur hin des Geldes wegen. Oder man tröstet sich einfach so mit den Gegebenheiten und redet es sich schön eigentlich. Ich habe mir das auch lange Zeit schön geredet und habe gedacht, ja, ich überarbeite mich hier ja nicht und jeden Monat habe ich das Geld fest auf meinem Konto. Das waren alles so die Dinge, wo ich mich auch mit getröstet habe. Und wenn ich dann mein Gegenüber frage, wie lange hast du denn noch, um in Rente zu gehen? Oder wartest du auf die Rente? Oder beschäftigst du dich schon mit dem Gedanken, in Rente zu gehen? Ja, noch 3, 4 Jahre und dann. Und dann stelle ich immer gerne die Frage, und die gebe ich dir jetzt auch mal mit auf den Weg. Warum beschäftigst du dich damit, in Rente zu gehen? Warum? Warum beschäftigst du dich damit oder zählst vielleicht schon die Jahre, um in Rente zu gehen? Spätestens damit dürfte dir bewusst werden, dass du das, was du gerade machst, nicht das ist, absolut nicht das ist, was deinem Herzen entspricht, was deiner Seele entspricht, was dem Ruf deiner Seele entspricht. Denn ein Beruf, da steckt das Wort Ruf drin, dem Ruf der Seele zu folgen. Denn die nächste Frage an dich. Wenn du die Dinge tust, die dir wirklich am Herzen liegen, die dir Freude bereiten, wo du das Gefühl hast, das ist sinnvoll, du bist eine Bereicherung für andere Menschen, für die Welt, für unseren Planeten hier, für irgendwelche Projekte, was du machst, egal was, du bist eine Bereicherung. Es sind Dinge, die dich Zeit und Raum vergessen lassen, die dir Freude machen, die dir Energie schenken. Kommst du dann auf die Idee zu denken, das mache ich jetzt noch 4, 5 Jahre oder noch 10 Jahre und dann höre ich auf? Kommst du dann auf die Idee, überhaupt drüber nachzudenken, aufzuhören? Eher nicht, denn warum solltest du mit Dingen aufhören, die dir Freude bereiten, die dir Spaß machen? Auf die Idee kommt man doch nicht. Das ist wie mit einem Hobby. Komme ich ja auch nicht auf die Idee. Ich mache das Hobby jetzt noch 2 Jahre. 2 Jahre lasse ich es mir noch gut gehen und lasse es mir da noch freudvolle Tage mitgestalten und dann höre ich auf mit dem Hobby. Warum? Das Thema ist nur, dass wir alle in eine andere Richtung, in unser Leistungssystem reingepresst wurden und ein Leistungsbewusstsein entwickelt haben, aber kein Selbstbewusstsein im Hinblick auf Selbstwert, Selbstliebe, Selbstanerkennung, Selbstvertrauen. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Da gebe ich dir noch eine Übung heute mit auf den Weg. Der Glaube an sich selbst, also alles, was mit dem Selbst zu tun hat, Selbstverwirklichung. Man hat uns nun mal als Kinder nicht auf die Schultern geklopft. Hey, folge deinem Herzen, lausch auf die Botschaften deiner Seele und mach die Dinge, die dir wirklich am Herzen liegen und du wirst ein glückliches und erfülltes Leben dir gestalten. Das hat man uns nun mal nicht in die Wiege gelegt. Wir sind hier in ein anderes System reingepresst worden. Mach dir das bitte mal bewusst. Ich möchte dich jetzt hier am Montagmorgen mal ein bisschen wachrütteln. Und so haben wir so eine ganz beschränkte Denke, so wie so ein Tunnelblick. Wir gehen nur in diese Richtung hier. Das Leben läuft an uns vorbei. Tunnelblick. Manchmal haben wir so einen Gedanke, ah, heute geht es mir ja gar nicht gut, ich könnte ja mal, aber dann wieder weiter Tunnelblick. Hey, und hier ist die Tür, hier ist eine andere Tür. Da warten großartige Dinge auf dich. Wenn du nur einfach mal rüberschaust und dir ein paar Fragen stellst, wie du es verwirklichen kannst, vor allem dein Glaubenssystem mal aufräumst. Da werden wir ja hier jetzt bei dieser Challenge auch noch einige Übungen machen. Heute beschäftigen wir uns einfach mal mit dem Thema Selbstvertrauen. Wir vertrauen uns selbst nicht oder ganz wenig. Ich bringe dir mal ein Beispiel dazu, was ich damit meine. Immer, wenn wir uns Dinge vornehmen,
Sei es banale Dinge, wenn du heute Morgen aufgestanden bist, Mensch, heute, keine Ahnung, Beispiel, kleine Sache, heute bügele ich endlich mal den Wäschekorb weg oder heute bringe ich endlich mal meine Papiere in Ordnung oder heute, keine Ahnung, rufe ich endlich mal, was weiß ich, Telefon, mache ich, führe ich endlich mal dieses Telefonat, was mir schon lange ja, irgendwo im Nacken hockt mit einer Person XY, was ich eigentlich so ein unangenehmes Ding, was ich eigentlich klären möchte und, und. Also was dir einfach an Banales heute Morgen in den Kopf gekommen ist, was du heute mal endlich machen möchtest. Wenn du dir das jetzt für heute vornimmst und du machst es nicht, wie geht's dir dann heute Abend? Befriedigt dich das oder hast du eher ein unbefriedigendes Gefühl? Eher ein unbefriedigendes Gefühl, weil der Wäschekorb steht dann immer noch da, und wie der Volksmund uns so schön sagt, die Wäsche sitzt mir im Nacken, die Steuer sitzt mir im Nacken, das Telefonat mit demjenigen sitzt mir im Nacken. Keine Ahnung, was es auch immer ist, das führt im Übrigen energetisch gesehen zu unserem Schulter-Nacken-Syndrom unter anderem. Und nicht nur das, du bist ja in diesem unbefriedigenden Kreislauf drin. Und je öfter du dir Dinge vornimmst und je mehr du dir vornimmst und sie nicht machst, es kostet dich jedes Mal Selbstvertrauen. Das heißt, du traust dir selbst nicht. Du traust dir eigentlich selbst nicht über den Weg, um es mal so auszudrücken. Und deshalb ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Bitte nimm dir künftig nur noch die Dinge vor, die du auch durchziehst. Und das fängt mit so banalen Dingen an. Alltägliche Dinge, die du dir vornimmst, damit, wenn du es dann auch machst tagsüber, nimm dir lieber weniger vor und mach das dann aber. Damit stärkst du dein Selbstvertrauen, du baust dein Selbstvertrauen Schritt für Schritt auf. Hey, es kann so einfach sein. Wir denken immer nur so kompliziert. Wir denken immer, ja, so einfach kann es doch nicht sein, wenn es doch, dieser schöne Spruch, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Im Prinzip ist es einfach. Das Schwierige daran ist es einfach mal zu tun und zu machen und umzusetzen und morgens mal zu denken, sich hinzuhocken, mal 5 Minuten, was steht heute an, was mache ich heute und von den gefühlt 1000 Dingen 995 streichen und nur die 5 Dinge sich vornehmen, die du dann auch wirklich machst und das kostet, das bringt dir jedes Mal Selbstvertrauen. So baust du dein Selbstvertrauen auf. Tag für Tag. Aus was besteht das ganze Leben? Aus Jahren, aus Monaten, aus Tagen, beziehungsweise Wochen noch, Tagen, aus Stunden und Minuten. Und wie sehr lassen wir diese Zeit an uns vorbeistreichen? Also bitte künftig nur noch die Dinge tun, nur noch die Dinge vornehmen, die du dir auch wirklich, die du wirklich machst und das dann auch tun. Und dann wirst du merken, vielleicht machst du jetzt mal so deine eigene 21-Tage-Challenge. Denn 21 Tage, alles, was hat es damit auf sich? Alles, was du 21 Tage hintereinander machst, jeden Tag, ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Das wird ein Stück weit zur Gewohnheit und dann bleibst du eher dran. Das heißt nicht, dass es dir am 30. Tag mal ein bisschen schwerer fällt, das zu machen. Aber du hast schon die Erfahrung gemacht, wie gut es dir dabei geht, wenn du es einfach gemacht hast und dann wird am 30. Tag mal in Quäntchen mehr Energie aufgebracht und dann machst du es, weil du dich selbst damit committed hast einfach. Also Aufgabe ab heute morgens schauen, was steht heute an von den vielen Dingen, die anstehen, dir 5 oder vielleicht nur 3 raussuchen und die dann wirklich machen, damit du dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen zu dir selbst mal aufbaust. Weil dann schaust du abends zurück auf den Tag, klopfst dir auf die Schulter und hast ein gutes Gefühl. Das fängt mit so kleinen, banalen Dingen an. Okay, ich komme jetzt hier richtig so in eine Energie rein, dich hier wach zu rütteln mal, dass du mal aufwachst. Okay, also. Dann die nächste Frage. Warum machst du nicht tagsüber in erster Linie bislang das, was du wirklich möchtest, was dein Herz möchte, was dem Ruf deiner Seele entspricht, was deinem Seelenplan entspricht? Und unter anderem
weil du bislang noch nicht das Vertrauen in dich selbst hast, dass du dem Ruf deiner Seele folgen darfst und dass du damit auch Erfolg hast und die entsprechende Geldenergie in dein Leben ziehst. Wir leben hier nun mal in einer materialistischen Welt und wir brauchen Geld. Und es ist auch gut so, dass wir Geld haben. Es ist natürlich inzwischen nicht mehr so, dass das Geld, was im Umlauf ist, so wie das mal gedacht war, den entsprechenden Goldwert als Gegenleistung in der Balance hat. Aber das ist was anderes, das ist ein anderes Thema. Aber es ist doch schön, dass ich zum Bäcker gehen kann oder in ein Geschäft gehen kann und mir die Dinge kaufen kann, die ich gerade möchte oder brauche und nicht mit demjenigen gegenüber in Verhandlung treten muss, dass er bei mir ein Mentaltraining bekommt oder bei dir eine Beratungsstunde über Gesundheit oder keine Ahnung, was dein Faible ist. Also so gesehen ist doch Geld ein Segen. Wir haben nur ein anderes Mindset dazu entwickelt. Geld ist in der Richtung ein Segen, dass ich mir das dann kaufen kann, wenn ich es einfach brauche oder nicht handeln muss und irgendwelche Gegenleistungen da einfach anbieten muss. Okay, also warum machst du nicht das, was dein Herz möchte, was dir wirklich Energie schenkt und Freude bringt? Weil du noch zu wenig Vertrauen in dich selbst hast. Deshalb ein wichtiger Aspekt, kümmere dich um dein Selbstvertrauen und mit diesen kleinen Schritten, über die wir eben gesprochen haben, beginne dein Selbstvertrauen aufzubauen. Okay. Und jetzt lade ich dich dazu ein, dich mal zurückzuerinnern, als du klein warst oder im heranwachsenden Alter. Was ist das, wovon du geträumt hast? Vielleicht hast du jetzt auch ganz spontan schon eine Idee, was du eigentlich gerne machen möchtest. Vielleicht hast du schon eine Idee davon. Dann nimm diese Idee. Wenn du jetzt keine Idee hast, was so wirklich dein Herz zum Singen, zum Schwingen bringt, was du gerne machen möchtest, dann erinnere dich mal zurück an deine Jugendzeit, an dein Kindesalter, von was du da geträumt hast. Denn als wir Kinder waren, wir wollten und konnten die Welt erobern, alles war für uns möglich. Wir haben im wahrsten Sinne von Gott und der Welt geträumt und sind jeden Morgen ganz neugierig aufgewacht. Was erwartet mich heute? Welche Geschenke stehen heute für mich bereit? Was kann ich heute hier Neues entdecken? Und das ist alles zunichte gemacht worden durch unser Umfeld. Mach dir das mal bitte bewusst. Das ist alles noch in dir drin. Es sind nur ganz viele Schleier, die da über dir liegen. Und wenn wir uns dann mal getraut haben zu sagen, wenn ich groß bin, dann bin ich die schönste Prinzessin der ganzen Welt. Ich bin die berühmteste Sängerin der ganzen Welt. Ich werde die bekannteste Schauspielerin der Welt werden. Keine Ahnung, was wir so von uns gegeben haben. Du hast deine eigenen Dinge von dir gegeben. Und dann ist das Umfeld ja nicht auf dich zugekommen, hat gesagt, ja, mach das. Glaub an dich, vertrau dir, du kannst alles erreichen in deinem Leben. Sondern man hat uns ausgelacht, man hat uns verspottet, man hat uns nicht ernst genommen. Oder man hat uns natürlich auch noch so Sätze übergestülpt, du kannst das doch nicht, du bist zu klein. Das liegt dir nicht, du hast kein Talent dafür, keine Ahnung, die ganze Palette, was so in deinem Glaubenssystem da verankert ist. So, und jetzt bitte nochmal daran erinnern, wovon hast du als Kind geträumt? Was wolltest du mal werden? Was sind die Dinge, die dich Zeit und Raum vergessen lassen? Wenn Geld und irgendwelche Dinge, die da so Gespinste in deinem Kopf sind, keine Rolle spielen würden, was würdest du dann tun? Was würdest du dann in deinem Leben tun? Und damit sind wir bei der ersten konkreten Frage. Beschäftige dich damit mal. Wenn du dieses eine Ding hast, was dir wirklich liegt, so ansatzweise, dann frag dich mal bitte, wann genau würde ich das tun, wenn ich wüsste, dass ich auf keinen Fall scheitern könnte,
Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du auf keinen Fall scheitern könntest? Wenn du die Gewissheit hättest, du kannst nicht scheitern, was würdest du dann jetzt tun? Ab sofort. Was würdest du dann jetzt tun? Die zweite Frage steckt schon drin. Wann würdest du tun? Das tun. Wann würdest du in die Umsetzung kommen? Lieber gestern oder eher erst in 5 Jahren? Wann würdest du in die Umsetzung kommen? Wenn du genau wüsstest, dass dieses eine Ding, was dir Freude bereitet, dass du nicht scheitern könntest, wenn du das realisierst, wann würdest du damit starten? Und die nächste Frage. Und dies ist eine ganz, ganz wichtige Frage auch, weil du da dir mal selbst erklärst, warum du es noch nicht machst, beziehungsweise an deine Glaubenssätze damit rankommst. Warum habe ich es noch nicht getan? Geh da bitte mal ins Brainstorming mit dir. Warum habe ich es noch nicht getan? Warum bin ich noch nicht ins Handeln gekommen? Warum habe ich es noch nicht zur Realität werden lassen? Warum? Geh mal ins Brainstorming mit dir mit dieser Frage, warum? Und dieser ganze Kram, der dann in dir aufkommt, mach das auch bitte schriftlich. Ganz, ganz wichtig, dass du das, was wir jetzt gerade hier besprechen, dass du das schriftlich machst, damit du es vor Augen hast, dass du es dir von der Seele schreibst. Und gerade bei der letzten Frage, dass du einfach diese ganzen Themen, die da in dir aufkommen, schriftlich hast, um sie dann umzuwandeln. Denn damit beginnst du dein Glaubenssystem umzuprogrammieren. Du hast bestimmt den Satz auch schon mal gehört, nach deinem Glauben wird dir geschehen. Schau mal, was dieser Satz ausmacht. Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Die Lebenswirklichkeit, die du jetzt im Außen vorfindest, die hast du dir nach deinem Glauben erschaffen. Die hast du dir selbst mit deinem Glauben erschaffen. Und wenn es da Dinge im Außen gibt, wo du sagst, ist nicht ganz so, wie ich das gerne haben möchte, dann bitte fang doch erstmal an, anders zu glauben. Und deshalb mit dieser Übung hier und diese Glaubenssätze, die jetzt in dir drin sind, wie oft hast du die gehört? 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal? Tausende Mal hast du die gehört, von dir selbst, von deinem Umfeld, ungefiltert ist hier ganz viel reingewitscht und irgendwann hat sich es in dir manifestiert. Tausende, vielleicht Millionen von Male, keine Ahnung, eine unvorstellbare Zahl. Und jetzt mach dir bitte bewusst, du kannst dieses Glaubenssystem umschreiben. Aber nicht, indem du mir jetzt hier nur lauschst und vielleicht auch noch denkst, ja, die kann gut reden und gedanklich diese Schritte hier mitmachst, sondern indem du es schriftlich machst, damit du diesen ganzen Kram aus deinem Unterbewusstsein herausholst, die Gründe, warum du es bislang noch nicht umgesetzt hast und dann formulierst du das um. Jeden einzelnen Glaubenssatz, der da hochkommt, formulierst du um und zwar schriftlich. Und das wird dein Glaubensgebet für die nächste Zeit. Und da sagst du dir bitte wenigstens 3-mal täglich, liest du es ab, am besten noch laut. Weil durch das laute Aussprechen gibst du das Ganze nochmal in einer anderen Energie, in den Äther, ins Universum ab. Und so programmierst du es um. Nicht indem du einmal anders denkst, sondern indem du in der Richtung dranbleibst und hier anfängst umzuprogrammieren. Das darf sich auch verfestigen. Das darfst du dir hunderte von Male sagen. Tag für Tag, Tag für Tag. Bis hier in deinem Kopf andere synaptische Verbindungen hergestellt sind. Macht das Sinn? Schreib mir mal ein Ja ins Kommentarfeld rein. Wie sich das anfühlt für dich, ob das stimmig ist. Lausch mal auf dein Herz, auf deine Seele, was die dazu sagen. Okay? Und dann der nächste Schritt.
Geh mal in die Vorstellung rein, dieses eine Ding, was du eigentlich gerne machen möchtest, was du aber bislang noch nicht realisiert hast, weil oder wenn dann, diese ganze Geschichte, über die wir eingangs gesprochen haben. Geh mal bitte energetisch da rein. Wie fühlst du dich, wenn du dieses eine Ding, dem Ruf deiner Seele folgst und das zu deiner Lebenswirklichkeit werden lässt? Wie fühlst du dich da? Schließ da bitte mal die Augen und geh mal gefühlsmäßig da rein und fühle mal, wie du dich dann fühlst. Und dieses Gefühl kannst du verankern. Das kannst du in dir verankern. Denn das ist letzten Endes auch mit der Motivator, warum du dann ins Handeln kommst, warum du die nächsten Schritte gehst, weil du dieses Gefühl dir nochmal holen möchtest oder es sich auch so gut anfühlt, dass du es dann eben auch zur Realität werden lassen möchtest. Hallo, liebe Helga, du bist gerade die Einzige, die ich hier sehe, die live dabei ist. Es sind einige dabei. Schön, dass du da bist. Es sind einige dabei, aber du bist gerade die Einzige, die ich hier im Chat sehe. Warum, weiß ich nicht, warum ich die anderen nicht sehe. So, jetzt bin ich abgewichen vom Thema. Also, du kannst alles umwandeln. Mach dir bitte bewusst, es macht absolut Sinn, diese Fragen hier schriftlich zu beantworten und dann auch in dieses Gefühl hineinzugehen. Und zwar auch nicht nur einmal jetzt, wie du dich fühlst, wenn du es schon erreicht hast, sondern das auch wenigstens dreimal täglich. Schau mal, wir alle haben jeden Tag 24 Stunden zur Verfügung. Es hat keiner weniger Zeit zur Verfügung, es hat auch keiner mehr Zeit zur Verfügung. Die Frage ist immer, wie verbringen wir diese Zeit? Wie sehr vergeuden wir die Zeit und lassen es an uns vorbei, lassen das Leben an uns vorbeiziehen? Klar, das meist rezitierte Mantra ist in unserer schnelllebigen Zeit jetzt, ich habe keine Zeit. Die Frage ist immer, was mache ich mit meiner Zeit? Und wenn ich in meinem Leben wirklich etwas ändern möchte, ich habe früher immer gesagt, meine Seele hat jetzt genug gefroren, jetzt reicht's. Wenn du an dem Punkt bist, dass du wirklich etwas in deinem Leben verändern willst, dass dir das jetzt mal bewusst geworden ist, dass du ansonsten das Leben an dir vorbeiziehen lässt, dann geh bitte dreimal am Tag in dieses Gefühl rein. Stell dir vor, wie es ist, wenn du es schon zur Realität hast werden lassen. Und das ist letzten Endes dein inneres Navigationssystem. So kannst du es dir auch vorstellen, um es metaphorisch auszusprechen, das dich von A nach B bringt. Das dich hier aus dem Schlamassel, in dem du gerade steckst, rausholst und hier ans rettende Ufer, das dir den Weg zeigt. Und das heißt dann nicht, dass du einfach nur da hockst und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt, sondern das ist dein Motiv, ins Handeln zu kommen und die weiteren Schritte dahin zu tun. Okay? Danke, liebe Sabine, für dein Feedback. Schön, dass auch du dabei bist. Du bist jetzt die zweite, die ich hier sehe, dass sie live dabei ist. Ja, ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen wachrütteln hier, ins Tun, ins Handeln zu kommen, denn es wartet wirklich ein großartiges Leben auf dich. Es gibt so viele großartige Möglichkeiten, die du dir ermöglichen kannst, wenn du mal aufhörst, diesen Tunnelblick hier nur zu haben und mal nach rechts schaust. Und wenn du da dich auf diesem Weg begibst, dem Ruf deiner Seele folgst, dann hast du da letzten Endes einen Tunnelblick und folgst nur diesem Weg. Aber dieser Weg, der führt in dein glückliches, befreites, selbstbestimmtes Leben nach deinem Standard. Und wie fühlst du dich denn dann? Wie fühlst du dich dann nach einem auch arbeitsreichen Tag? Energiegeladen oder energielos? Energiegeladen wahrscheinlich. Das heißt nicht, dass man abends natürlich auch müde ist, aber dass man sich glücklich und erfüllt
fühlt, dass man heute die Dinge gemacht hat, die einem am Herzen liegen, die einem Freude bereitet haben. Okay? Also, hab einen wunderbaren Tag. Mach die Übungen bitte schriftlich, über die wir gerade gesprochen haben. Ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung. Wir sehen uns morgen früh nochmal um 8 Uhr. Ciao, ciao. Tschüss.